Es ist schön, wieder da zu sein. Ich bin froh, dass Sie es alle geschafft haben, so früh aufzustehen. Wir wollen uns jetzt eine schöne anderthalb Stunden machen, ganz leicht und bekömmlich. Und ich würde deshalb auch gerne mit diesem distanzierten Sie aufhören und würde einfach mal euch alle ganz herzlich begrüßen zu einem gemeinsamen Austausch über die Frage, was denn eigentlich das Wichtigste ist bei einem, der ein Unternehmen gründen will oder ein Unternehmen führen möchte. Und damit das ein bisschen einfacher wird, biete ich zwei Möglichkeiten. Was glaubt ihr, ist wichtiger? Eine ordentliche Form von künstlicher Intelligenz, also so ein Chat, GPT oder wie die heute heißen, oder eine Strickliesel. Jetzt könnt ihr das nicht so schnell beantworten, weil die meisten von euch gar nicht wissen, was eine Strickliesel ist. Ihr dürft dann aber gerne mal im Google nachgucken, unten drunter, so unterm Tisch. Oder ich kann es ja verraten, das ist so eine Holzfigur, die es früher für Kinder gab. Das ist in der Mitte, geht ein Loch durch. Das war die Liesel und da ging ein Loch mittendurch und oben waren so Nägel eingeschlagen. Und dann hatte man so einen Wollknäuel und das wurde da drum gewickelt und eine Häkelnadel. Und dann lernte man, wie man die Masche über die Nägel brachte. Und dann entstand dann so ein gehäkelter Schlauch und der kam unten raus. Kennt keiner mehr, ja? Also nur mal Interesse halber. Okay, gut. Dann kann ich jetzt anfangen und euch auch, also wirklich lehnt euch einfach mal zurück. Ihr wisst, die Lieblingsbeschäftigung des Hirns heißt Energiesparen. Jetzt müsst ihr nicht so viel nachdenken und könnt es einfach mal so kommen lassen und wir gucken uns mal an, worauf es denn eigentlich so ankommt, wenn man Unternehmer ist. Und der Günther hat es ja immer wieder gesagt, jeder Mensch ist ein Unternehmer. Also da muss man jetzt nicht immer gleich so eine Riesenfirma gründen. Und ja, dann wird uns in unserer gegenwärtigen Gesellschaft eingeredet, man müsse sehr viel wissen. Da bin ich nun froh, Hirnforscher zu sein, um euch zu erklären, dass es das nicht ist, worauf es ankommt. Also es ist nett, wenn man was weiß, aber Wissen ist ja etwas, was man sogar auslagern kann. Ihr habt alle eure Geräte dabei und das Ding weiß mehr als ihr. Und wenn eine Gesellschaft glaubt, es käme darauf an, dass man möglichst viel weiß, dann erzieht sie ihre Kinder so, dass sie ihr Hirn als Wissensspeicher benutzen. Und dann gibt es auch dauernd für die Älteren die Ratespiele, die Wissensquiz im Fernsehen, sodass man dann am Ende glaubt, dadurch, dass man ganz viel weiß, sei man ein besonders guter Mensch. Und das Besondere am Wissen ist, dass es gar keine Bedeutung hat für einen selbst. Und das wird aber erst richtig deutlich, wenn ich sage, dass ich es schon viel mehr mag, wenn einer nicht was weiß, sondern wenn einer was erkannt hat. Jetzt wird es ein bisschen spannender, weil der Erkenntnisprozess, das heißt, ich fange an, mich mit irgendwas zu beschäftigen und dann habe ich es erkannt. Das bin ich. Das Wissen hat mit mir nichts zu tun. Das kann mir irgendeiner, kann das Wissen, irgendeiner erzählt mir das. Ich kann es auswendig lernen. Es hat überhaupt keinen Bezug zu mir. Aber wenn ich es erkannt habe, dann ist es meins. Wir sind beim Chat. GPT und den digitalen Geräten und diesen künstlichen Intelligenzen. Das können die nicht. Die können nicht etwas erkennen. Die können nur etwas wieder aufsagen, womit sie gefüttert worden sind. Deshalb wissen die so viel. Und inzwischen kann man ihnen das gesamte Wissen dieser Welt geben und dann wissen sie noch mehr als jeder von uns und das muss uns nicht so sehr beeindrucken in Wirklichkeit, weil das Wissen nützt ihnen nichts, weil sie haben es nicht erkannt. Weil vom Wissen kommt man nicht ins Handeln. Und im Deutschen gibt es jetzt
noch eine weitere Stufe, weil wenn ich es erkannt habe, ist es ja doch nur meine Hirnrinde, die ich benutzt habe, um es zu erkennen. Das heißt noch nicht, dass ich, wenn ich etwas erkannt habe, dass ich das dann auch machen muss. Also ich kann durchaus erkannt haben, dass Rauchen nicht so günstig ist für die Gesundheit. Ich kann das auch begründen, kann das auch jedem erzählen, weil ich habe es ja erkannt. Also wenn ich es nur weiß, ist es doof, weil dann kann ich auch was anderes erzählen, weil es gibt viele Vorstellungen, was man alles so wichtig finden kann oder nicht. Aber wenn ich es erkannt habe selbst, kann ich es allen erzählen, aber das heißt noch nicht, dass ich aufhören muss. Ich kann auch einfach weitermachen. Dass ich etwas erkannt habe, heißt nicht, dass es mich wirklich, dass es mich was angeht. Das ist hier Kortex. Und deshalb im Deutschen, ich liebe das, im Deutschen gibt es dann noch eine Stufe mehr, das heißt dann begreifen. Begreifen, da merkt man, jetzt rutscht es runter in den Körper. Jetzt wird das Erkannte auch noch mit dem Körper verbunden. Und im Begreifen entdeckt man die Welt. Also das heißt im Tun. Und das sitzt schon viel tiefer, wenn ich sagen kann, ich habe es jetzt wirklich begriffen. Dann heißt es, ich habe es sinnlich und körperlich begriffen. Und das Größte und Schönste, was es gibt und was dann auf einmal so wunderbar alles leicht macht, ist, wenn man etwas verstanden hat. Das geht, kommt von Stehen. Das heißt, wenn ich es, also wir benutzen den Begriff verstanden natürlich vollkommen blödsinnig, aber wenn man ihn ernst nimmt, heißt es, das geht dann von Kopf bis Fuß. Wenn ich etwas wirklich verstanden habe, dann hat mich das derartig durchdrungen, da kann ich nicht mehr weitermachen wie bisher. Das ist der Unterschied. So, und jetzt gehen wir zur Strickliesel und der digitalen künstlichen Intelligenz. Und da merkt man, beim Strickliesel muss man oben diese Wolle so drum wickeln und dann mit den Händen, also man erkennt das, was man da macht und wie das mit den Maschen zusammenhängt im Tun und nicht im Auswendiglernen von Wissen. Und wenn man dann das mit ganz viel Mühe und Hingabe durchhält, dann kommt unten das Ergebnis raus, dieser Schlauch, dieser Gestrickte. Also in der Unternehmersprache heißt das der Gewinn. Unten kommt der Gewinn raus und der Gewinn kommt aber nur unten raus, wenn man oben ordentlich gestrickt hat. Und das gibt mir dann Gelegenheit, als Bild zu zeigen, dass es das, was da oben passiert, das muss gelingen. Und dann ist das Ergebnis, die Wurst, die unten rauskommt, das ist ein Nebenprodukt des Gelingens. Und wenn man da oben jetzt so rangeht und das immer so häkelt, da kann es eben sehr leicht passieren, dass man sich sozusagen mit dem Faden und so, dass der sich verwickelt. Das kennt man auch. Und dann kommt unten keine Wurst mehr raus. Und das wäre ja sehr zu wünschen, dass Unternehmer oder Menschen überhaupt nicht stehen bleiben auf der Stufe, dass sie wissen, was eine Strickliesel ist, sondern dass sie das mal irgendwann in ihrem Leben erfahren haben, dass man eine gewisse Kompetenz braucht, wie man das da so macht und dann auch ein bisschen Geduld. Und dass aber die Wurst unten niemals richtig rauskommt, wenn man nicht mit Hingabe sich da reinhängt. Und wenn man so kleine Kinder sieht, die dann mit dieser Strickliesel dann merken und erstmal begriffen haben, worum es geht und verstanden haben, dass man oben arbeiten muss, damit unten die Wurst rauskommt, dann kann man dann erleben, wie die mit Hingabe sich im Strickliesel-Stricken vergessen. Und das bringt mich jetzt zu den aktuellen Fragen unserer gegenwärtigen Welt. Weil jetzt können wir alles der Reihe nach nehmen. Ich nehme mal ein Beispiel, was ein bisschen hier relevant ist. Ich nehme mal das Thema Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Wenn ich da meinen Chat GPT nehme und frage,
Was weißt du zum Fachkräftemangel? Da erzählt er mir das, was wir so auch immer hören und was auch alle schreiben, weil anders kann er ja auch seine Informationen nicht herbeziehen. Er gibt also das wieder, was sehr viele Menschen auf der Welt im Zusammenhang mit Fachkräftemangel einfällt. Und da steht dann, wenn man Fachkräftemangel hat, muss man die Attraktivität des Berufes erhöhen, indem man also mehr Gehalt zahlt und die Leute mehr wertschätzt. Und wenn man dann immer noch nicht genug rekrutieren kann, dann muss man welche von außerhalb holen. Und also die ganze Litanei kommt aus dem Chat-Dings da raus, aus der künstlichen Intelligenz. Und jemand, der Strickliesel, der einmal dieses erkannt hat, wie das Gefühl ist, wenn man sich dem Stricken mit der Strickliesel hingibt, der wird die Frage ganz anders stellen und dann scheitert die künstliche Intelligenz an dieser Frage. Der wird nämlich nicht fragen, wie kriege ich mehr Fachkräfte, sondern der wird fragen, wie kriege ich Menschen, die gerne Fachkräfte sind. Das ist eine ganz andere Frage. Also und wenn man dann ganz ehrlich ist als Unternehmer, dann braucht man ja auch wirklich gar keine, die einfach nur ihren Job machen als Fachkraft. Wenn man ganz ehrlich ist, weiß man, das Unternehmen wird wirklich nur was, wenn man engagierte Leute hat, die da Freude an dem haben, was sie da tun, die sich gerne einbringen, die mitdenken, die nach Lösungen suchen gemeinsam mit anderen. Und das geht nicht, indem ich eine Fachkraft ausbilde und die für Bezahlung in meinen Betrieb aufnehme und der die Aufgabe übertrage. Und da wissen wir alle, ich verstehe das auch nicht, wie man so, das ist dann zu viel Bequemlichkeit im Hirn und Energiesparmodus. Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee kommen, dass uns das mit dem Fachkräftemangel irgendwas hilft, wenn wir jetzt irgendwoher Fachkräfte beibringen, die das jetzt machen, was wir uns vorstellen, weil diese Fachkräfte, die tun ja etwas ohne Begeisterung und ohne Freude, sondern nur damit sie Geld verdienen. Und deshalb kann man ihnen auch sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wenn sie das nicht gut gemacht macht, dann kann man sie austauschen durch einen anderen. Und dann kann man sie auch durch einen Automaten oder einen Roboter austauschen. Und da das sowieso passiert und sämtliche Tätigkeiten des Menschen, wenn sie so sind, dass sie gleichförmig immer wieder in der gleichen Weise ausgeführt werden, und das gilt ja dann sogar für Juristen und Chirurgen, diese ganzen wunderbaren Berufe und Tätigkeiten kann man, also diese Fachkräfte, die so arbeiten, dass sie einfach nur ihre Arbeit abarbeiten, die kann man durch digitale Geräte, durch Roboter und Automaten ersetzen, und das wird auch so kommen. So, aber wer jetzt mit meiner Strickliesel die Erfahrung machen durfte, wie schön das ist, dass man mit so einer Hingabe diese Maschen da drüber hebt und es unten rauskommt, das ist dann einer, der seine Tätigkeit mit Hingabe macht. Also der Gärtner, der jetzt seinen Job macht und seinen Arbeitsplan abarbeitet und dann mit diesem Gebläse da jetzt im Herbst da alles wegbläst, mein Gott, den braucht kein Mensch. Also den kann man auch noch ersetzen. Und es gibt ja jetzt schon diese Rasenmäher, die da automatisch rumfahren. Und jetzt komme ich zu Ihnen und zu euch und zu dem, was euch bewegt. Ein gelingendes Unternehmen kann man mit solchen Fachkräften doch gar nicht aufbauen. Da bräuchte man doch welche, die diese Begeisterung kennen, die dieses Leuchten in den Augen haben. Da braucht man einen Gärtner, der seine Rosen liebt. Und der Gärtner, der seine Rosen liebt, der ist durch keinen Automaten und keinen Roboter dieser Welt zu ersetzen. Und da fängt der Unterschied an zwischen der Strickliesel und der Chat-GPT. Und jetzt kann es einem beim Stricken mit der Strickliesel, ich bleibe mal jetzt bei diesem Bild, eben auch passieren, dass man den Faden verwickelt und dann ist Schluss mit dem Gewinn und der Wurst, die unten rauskommt, sondern dann hat man sich
verwickelt. Und das geht uns Menschen natürlich auch so, dass man sich im Laufe des Lebens auch als Unternehmer alleine und gemeinsam mit anderen verwickeln kann. Und das hängt damit zusammen, dass wir ein Gehirn haben, was nicht durch irgendwas schon festgelegt ist, durch genetische Programme oder dass da irgendwie die Schaltungen alle schon da sind, sondern, das erzähle ich ja jedes Mal, dass das erst unterwegs aufgebaut wird. Es wird viel bereitgestellt an Vernetzungsoptionen und dann wird geguckt oder stellt sich heraus, was man davon brauchen kann in der Welt, wo man da so unterwegs ist, und das, was man braucht, wird festgeschrieben, und da gibt es so ein, das ist ein sich selbst organisierender Prozess, und da gibt es so eine Grundlage für diesen Prozess, und der heißt, es verknüpft sich da oben immer so, dass eine Vernetzung entsteht, mit deren Hilfe das System, also jetzt dieses Gehirn und seine Arbeitsweise und seine Struktur aufrechterhalten werden kann, mit möglichst wenig Energieaufwand. Es geht also alles auf diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik hinaus, dass jedes lebende System so beschaffen sein muss, dass es nicht mehr Energie verbraucht, als da ist. Und deshalb ist alles, was lebendig ist, auf Energiesparen optimiert. Und deshalb versteht man jetzt, warum wir mit unserem Hirn es am liebsten haben, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und dass wir uns dann auch so schöne Vorstellungen machen, wie das dann mal alles wäre, wenn alles passen würde, wie es im Himmelreich oder im Paradies ist. Und dann weiß man ja, dass das alles gar nicht geht. Also diesen Zustand, wo alles passt, das wäre der, wo keine Energie mehr verbraucht würde. Und den erlebt man im Leben nur einmal, wenn man gerade gestorben ist. Dann passt alles. Und vorher, solange man lebendig ist, passt es nie. Und das mag uns nicht gefallen, weil das ist ja auch schon wieder energieaufwendig, darüber nachzudenken, aber das ist das Kennzeichen des Lebens, dass es nie passt. Das ist, Leben ist offen und da muss immer was rein. Ich muss ja was essen und schon, wenn ich was gegessen habe, passt es schon wieder nicht mehr. Ich muss die Augen aufmachen und schon, wenn das Licht reinfällt, passt es nicht mehr. Also ist mein ganzes Hirn und alles und mein ganzer Organismus ständig damit beschäftigt, das, was da reinkommt, irgendwie zu integrieren, so heißt das dann, damit es wieder passt. Und dabei verändere ich mich ständig. Das ist Lernen. Lernen ist der ständige Versuch, es wieder so zu machen, dass es wieder passt, nachdem es durcheinander gegangen ist. Und jetzt versteht man plötzlich, wie das funktioniert. Also dieses Passen heißt, wenn man das jetzt wissenschaftlich ausdrücken will, das heißt Kohärenz. Das muss sozusagen gut zusammenpassen. Nicht statisch, sondern es bewegt sich ja unterwegs. Es muss sozusagen in der Bewegung, im Wachstum, in diesem Prozess immer wieder neu das Gleichgewicht finden oder zusammenpassen. Und das machen wir das ganze Leben lang. Und dann erleben wir immer wieder, dass es irgendwas gibt, was einen stört. Ja, schon wieder guckt sie mich so komisch an. Und dann muss ich irgendwas machen. Ja, und dass es wieder passt. Und was sich das Hirn merkt und was im Hirn verankert wird, ist nicht das Problem, dass sie mich eben so blöd angeguckt hat, sondern was im Hirn verankert wird, ist die Lösung, die ich gefunden habe. Entweder, dass ich gar nicht mehr dahin gucke und immer nur noch hier mit euch rede, oder dass ich sie einfach anlächle und gucke mal, ob sie darauf reagiert, und dann hört sie auf, mich so komisch anzugucken. Also, das geht jetzt sehr weit. Das hört sich alles so locker an, aber das heißt ja, dass wir im Leben immer wieder in Situationen kommen, wo es nicht mehr passt. Die wichtigsten Situationen, wo es wirklich hundertprozentig überhaupt nicht mehr passt, ist die, wenn wir erleben müssen, dass wir wie ein Objekt behandelt werden. Deshalb habe ich das vorhin mit der Gänseliesel, also mit diesem Strickliesel da. Ich komme aus Göttingen, da haben die so eine Gänseliesel, das ist was anderes. Also das mit der Strickliesel, das Beispiel macht deutlich, das Kind erlebt sich in diesem Prozess als Subjekt. Nicht irgendjemand hat die Wurst gemacht, sondern ich. Ich bin der Gestalter.
Und das ist deshalb so schön, wenn man etwas gestalten kann, wo hinten was rauskommt. Das ist deshalb so schön, weil jedes Kind schon mit diesem Grundbedürfnis nach Gestaltungsmöglichkeiten auf die Welt kommt. Deshalb sind die alle neugierig. Die wollen immer zu. Das kann man gar nicht verhindern, dass ein Kind anfängt, in der Welt rumzumachen und irgendwas zu bauen oder zu basteln oder auszuprobieren, wie irgendwas geht. Wir sind sozusagen alle extrem interessierte Gestalter. Also Gunther, wir kommen als die idealen Entrepreneure auf die Welt. So, und dann macht man los, das ist das eine Grundbedürfnis mit dem Gestalten, und das andere ist, bringt man ja auch mit auf die Welt, das ist dann das nach der Verbundenheit. Weil man kommt ja aus so einer Verbundenheit raus und dann plötzlich sucht man, dass man wieder das findet. Und in dem Augenblick, wo ich wie ein Objekt behandelt werde, ne, wo ich merke, dass, jetzt nehme ich mal dich, du mich so komisch anguckst und ich erwarten muss, dass du gleich aufspringst und mir sagst, ich würde hier nicht die richtigen Worte verwenden, dann komme ich in so eine Inkohärenz, dann machst du mich zum Objekt, und weil ich das schon so sehr gewohnt bin und mir das so oft schon so gegangen ist, dass mich irgendwelche Leute angepflaumt haben und mich zum Objekt gemacht haben, macht es mir nichts mehr aus. Ich habe eine Lösung dafür gefunden, und deshalb sitzen wir alle und müssen nicht weinen, wenn wir uns gegenseitig zum Objekt machen, sondern wir greifen auf die Lösungen zurück, die man da gefunden hat. Und jetzt können wir ja gucken, was das für Lösungen sind. Also wenn mich einer zum Objekt seiner Erwartungen macht, dann heißt meine Lösung, da haue ich ab. Ja, aber es würde auch wieder Kohärenz ins Hirn kommen, wenn ich das machen würde, was der sagt. Es gibt unterschiedliche Lösungen. Der eine macht so, der andere macht so. Und das, was und Kinder probieren das regelrecht aus, was davon funktioniert. Und die gucken auch, wie die Erwachsenen das machen. Und wenn die merken, der Papa, der haut da in der Familie rum und ist gewalttätig und setzt sich durch, und der Junge hat dann so ein Problem mit seinen Freunden oder mit der Mama oder den Geschwistern, dann guckt der, wie man so ein Problem löst, und findet die Lösung in der Art und Weise, wie der Papa das macht. Und er wäre ja bescheuert, wenn er sich nicht nach dem Papa richten würde, wo der das so gut kann. Ja, also es ist nicht so, dass man das gewalttätige Verhalten geprägt kriegt oder beigebracht kriegt oder dass es sich vererbt, sondern das gewalttätige Verhalten übernimmt man von anderen Menschen, die damit erfolgreich sind. Und das macht die Sache schon mal interessant, weil man dann ahnt, was man eigentlich tun müsste, damit das gar nicht passiert. Und wenn ich nun in so eine Situation komme, dass ich zum Objekt von Eltern oder Erwachsenen oder anderen gemacht werde, zum Objekt von deren Erwartungen, deren Absichten und Zielen, deren Belehrungen, deren Bewertungen und deren Maßnahmen und am besten auch noch deren Anordnungen, dann ist das die schlimmste Inkohärenz, die überhaupt in meinem Hirn entstehen kann. Und dann muss ich darauf irgendeine Lösung finden, und zwar möglichst schnell. Und das ist dann das, was zu Verwicklungen führt. Das ist wie bei der Strickliese. Wenn ich bin gerade so drin und habe das endlich so, und dann auf einmal kommt irgendjemand und macht mich ganz verrückt, weil er sagt, du musst jetzt fertig werden, schneller, schneller. Und dann verwickelt es sich. Je schneller ich eine Lösung finden muss, also auch je mehr der Druck ist, den ich jetzt empfinde, wie diese Inkohärenz ist ja nicht gut auszuhalten, das geht ja mit Angst und körperlichen Reaktionen einher, je größer der Druck ist, desto dringender muss ich jetzt eine Lösung finden, und je schneller die Lösung dann gefunden werden muss, desto falscher ist die Lösung. Denn dem Hirn ist das erstmal egal, ob das langfristig noch gut ist, wenn ich jetzt lerne, wie mein Papa auch erfolgreich seine Interessen durchsetzt, indem man andere verprügelt. Ja, aber langfristig ist es ein Problem.
Und das will ich jetzt nicht durchgehen, das könnt ihr euch nachher in aller Ruhe noch mal gegenseitig befragen, welche großen Probleme ihr hattet, als ihr gemerkt habt, dass ihr wie ein Objekt behandelt werdet und was ihr dann für Lösungen gefunden habt. Also eine Lösung ist ja, wenn man nicht gesehen wird, dass man sich sichtbar macht. Wenn man nicht dazugehören darf, dass man dann sich eine kleine Gruppe sucht, mit der man dann so verschmilzt. Dass man kann auch, wenn man zum Objekt gemacht wird, kann man einfach das so machen wie die anderen, die das machen. Man übernimmt deren Muster und macht dann einfach andere zum Objekt. Und dann am Kinderspielplatz haut man den anderen schon mal einen über die Nuss und klaut ihm seinen Wagen oder bestimmt, was jetzt hier gespielt wird. Und dann, wenn man das auf dem Kinderspielplatz dann schon so erfolgreich einsetzt, dann ist es nicht mehr so unwahrscheinlich, dass man das auch im Kindergarten und in der Schule einsetzt. Und am Ende wird man eine Führungskraft. Ja, das ist Menschen, die Freude daran haben, weil das für sie eine Lösung war, andere Leute herumzukommandieren. Ob das gut oder schlecht ist, müssen wir jetzt gar nicht sagen. Es ist langfristig ungünstig für das Unternehmen. Aber zunächst einmal sind sie eben so. Und das sind alles, ich nenne das gerne Verwicklungen. Das ist also wie bei der Strickliesel, wo dann das Garn da hoffnungslos verwickelt, unten kommt nichts mehr raus. Und die betreffende Person steckt irgendwann in ihren eigenen, von ihr selbst gefundenen Lösungen, die zunächst erstmal ganz nett aussahen, aber langfristig eben immer blöder werden, fest. Also manche gehen zum Beispiel, weil sie Probleme mit anderen haben, einkaufen. Und manche müssen sich dauernd was gönnen, weil das Leben so schwer ist. Und manche müssen immer Recht haben, kommen da dauernd und wollen mich davon überzeugen, dass sie Recht haben. Das sind alles Lösung, also diese ganzen Klugscheißer und Alleskönner und Besserwisser, das sind alles Lösungen. Und das macht es mir jetzt etwas leichter und ich hoffe euch auch, wenn einem so einer begegnet, dann nützt es nichts, ihm zu zeigen, dass man noch ein besserer Klugscheißer ist. Ja? Sondern dann ist es hilfreich, wenn man versucht, ihn zu verstehen, wie beim Strickliesel. Ja? Dass man sagt, okay, das ist dessen Lösung für ein Problem, was er hatte. Und das wird jetzt nicht besser, wenn ich ihn schon wieder zum Objekt meiner Bewertung mache und sage, du doofer Klugscheißer, hör doch mal auf damit. Sondern ich müsste ihn jetzt einladen und ermutigen und inspirieren, dass er jetzt zumindest erstmal mit mir eine andere, eine günstigere Erfahrung macht. Ist das okay? Weil dann würde ich ihn in seiner Subjekthaftigkeit belassen. Wenn ich ihn versuche zu ändern, mache ich ihn zum Objekt meiner Änderungsversuche. Das kann nicht gehen. Das kennt er ja schon. Da reagiert er genauso wie damals schon, als er sich diese Blödheiten alle ins Hirn gebaut hat, diese Verwicklung. Also verabschiedet euch von der schönen alten Vorstellung, ihr könntet irgendeinen eurer Mitarbeiter, eure Lebenspartner oder eure Kinder oder eure Eltern verändern. Geht nicht. Aus. Völlig vergebliche Liebesmühe. Du kannst keinen anderen Menschen verändern. Das Einzige, was du kannst, ist, du kannst Bedingungen schaffen oder Möglichkeitsräume eröffnen, in denen es sehr wahrscheinlich wird, dass er aus dieser Erfahrung heraus sich selber ändern will. So, und jetzt wird es interessant. Wir bilden uns ein, wir könnten andere verändern, weil wir diesen alten Vorstellungen vom Lernen anheimgefallen sind, die vorwiegend aus den Lerntheorien kommen und dann wieder aus dem Behaviorismus und dem alten Pavlov und wie sie alle heißen. Und denen ging es nicht darum, dass sich der Mensch ändert, sondern dass der sich etwas aneignet, dass der sozusagen sich im Verhalten ändert. Der sollte dann brav sein, der sollte stille sitzen, der sollte seine Arbeit machen, der sollte, wenn ich dir sage, mach das, sollte das auch passieren. Und das ist Konditionierung. Das kann man machen. Man kann Menschen dazu bringen, dass die sich so verhalten, wie ich das will. Aber das ist eben Abrichtung und Dressur. Und geändert habe ich sie damit nicht. Weil sobald ich weg bin oder meine
Belohnungen ausbleiben oder nicht mehr groß genug sind, Incentives nennt ihr das dann, dann fallen die wieder zurück. Weil sie haben sich ja nicht wirklich geändert, sie tun nur so. Sie machen jetzt irgendwas so, wie ich das will, aber innerlich hat sich nichts getan. Sind immer noch die Alten und wenn meine Dressurmethoden nicht mehr ziehen, kommt das Alte wieder raus. So, was sich also ändern müsste, ist die Haltung, mit der dieses Verhalten gesteuert wird. Und diese Haltung kann ich nicht verändern, weil die Haltung das Ergebnis von selbstgemachten Erfahrungen ist. Das geht nur dann, wenn ich diese Person dazu in eine Situation bringen könnte, wo sie eine andere, eine günstigere Erfahrung macht, dann würde sie auch eine andere, eine günstigere Haltung herausbilden können. Und zu so einer Erfahrung, ich kann niemanden zwingen, die Erfahrung zu machen, wie schön es ist, wenn man mal sich nicht den Bauch satt vollhaut abends mit Chips. Aber ich kann ihm helfen, die Erfahrung zu machen, wie schön das ist, wenn man so ein leichtes Hungergefühl hat und dann nichts isst. Und dass das auf einmal, eigentlich fühlt man sich dann ganz leicht, weil das ist der Naturzustand des Menschen. Der Naturzustand des Menschen ist nicht, dass er dauernd satt ist, sondern dass er ein bisschen hungrig ist. Und wenn man ein bisschen hungrig ist, dann werden diese ganzen Stoffwechselprozesse aktiviert, weil der Körper dann versucht, mit dem Wenigen besser zurechtzukommen und muss alles sozusagen stärker in die Regulation bringen. Und da lernt der Körper sozusagen Prozesse zu regulieren, weil er nicht so vollgestopft wird. Und das Ergebnis davon, da habe ich sogar wirklich mal jahrelang dran gearbeitet, ist, wenn man nur halb so viel isst, also als wenn man eine Ratte wäre. Beim Menschen ist das auch so, aber da wird das noch durch viele andere Faktoren überlagert. Aber wenn man eine Ratte ist und man gibt denen nur halb so viel, wie die freiwillig essen würden an Futter, dann leben die fast doppelt so lange und kriegen keine chronischen Erkrankungen. Das heißt, dieses bisschen Hungergefühl ist eigentlich großartig, aber das kann keiner erleben, wenn er nie von irgendjemand ermutigt wird, mal auszuprobieren, wie das ist, wenn er jetzt mal nicht, weil er so gerade ein bisschen Hungergefühl hat, gleich wieder sich den Magen vollstopft. So, dann, und wenn man dann merkt, wie schön das ist, dass man eigentlich sich viel wohler fühlt und viel wacher ist und auch alles viel leichter sich anfühlt, wenn man ein bisschen hungrig ist und nicht so satt, dann wird daraus eine Haltung. Und die Haltung führt dazu, dass ich nie in meinem Leben mehr esse, als das, was ich brauche, damit ich mich immer noch ein kleines bisschen hungrig fühle. Ne? Merkt ihr das? Das ist jetzt, da habe ich mich geändert. So, und diese Änderung kann ich aber nur vollziehen, wenn ich es selber will. Und dazu kann mich keiner zwingen. Da kann ich nur jemanden hoffen, dass jemand kommt, der mich einlädt. Und jetzt komme ich zu den ernsthaften Sachen. Wenn ihr dann später mal oder jetzt schon Chef seid von einer Firma, darüber reden wir nämlich jetzt gleich weiter, dann heißt doch die Frage, wie kann ich denn jemanden einladen? Und die Antwort heißt, du kannst nur jemanden einladen, wenn du ihn magst. Du kannst, nur weil du der Chef bist, kannst du den nicht einladen. Du musst den mögen oder du müsstest, sagen wir mal, ein ernsthaftes Interesse daran haben, an dieser Person. Und das musst du spüren. Das heißt, wir kommen hier aus dieser Verstandesebene raus und müssen uns aufeinander einlassen in dieser neuen Welt, die wir New Work nennen. Da geht es nicht mehr um Aufklärung und Wissen und ich sage dir, wie du das machen musst und wenn nicht, wirst du entlassen, sondern da geht es um die Frage, wie schaffe ich das, dass ich dir helfe, dich in dein Tätigsein in meiner Firma zu verlieben. Wie, dass du plötzlich spürst, dass das, was du so kannst und vielleicht sogar, was deinem Talent auch gut entspricht, dass du das nirgendwo besser umsetzen kannst und mit mehr Freude einbringen kannst und zu einem besseren, schönen Gesamtergebnis zusammenfügen kannst mit dem, was andere können, als in meiner Bude, in dieser Firma. Und wenn das so wäre, würdest du jeden Morgen mit Begeisterung kommen, weil du dich schon freust, dass du dich hier wieder so einbringen kannst und dann würde das nicht heißen, dass ich dich zwingen muss mit meinen Incentives und Druckmethoden wie ein Automat deine Arbeit zu tun, sondern dann wärst du ein
kein Facharbeiter, sondern dann wärst du ein Mensch, der gerne als Facharbeiter arbeitet. So, und jetzt haben wir die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wenn ich Facharbeiter, wenn ich Menschen haben will, die gerne das tun, was sie tun, weil ich gemerkt habe, dass nur das wirklich Wert hat und das andere auch Automaten machen können, dann müsste ich Menschen Gelegenheit geben, die Erfahrung machen zu dürfen, wie schön das ist, wenn sie was selber gestalten können. Und nun kann man aber alleine nichts gestalten. Das mit der Strickliesel ist ja sogar, also ich kann dann zwar das mit der Strickliesel so machen, aber es muss ja irgendjemand da gewesen sein, der mir die Wolle gemacht hat. Ja, und wenn da unten die Wurst rauskommt, was soll ich denn mit dieser blöden Wurst? Da brauche ich ja noch jemanden, der sich drüber freut, dass ich so eine lange Wurst gemacht habe. Ja, das wurde früher, wurden die so aufgerollt und festgenäht und dann ist ein Topflappen draus. Das schenkte man immer der Mama dann. Ein Jahr lang Strickliesel, um dann zu Weihnachten so eine Topflappen hingekriegt zu haben. Und mit Begeisterung, ja, weil das war mein Topflappen. Und Mama hat den dann auch da ganz vorne hingehängt. Also ich bräuchte eben Menschen, die in Gemeinschaft mit anderen Lust haben, sich einzubringen. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es interessant wird, weil es haben sich auch viele Firmen furchtbar verwickelt. Weil das ist ja eine Firma oder ein Unternehmen, es funktioniert wie ein menschlicher Organismus. In der Firma sind es Mitarbeiter, im Organismus oder im Hirn sind es Zellen. Und da kommt es nicht darauf an, wie viele das sind, sondern es geht darum, wie gut die zusammenwirken können, dass da was Gutes rauskommt. Und wenn sich in meinem Organismus oder in Ihrer Firma die Leute, die, also, wird mir zu kompliziert, wenn sich in meinem Organismus die Leberzellen mit den Zellen in der Lunge darüber streiten würden, wer besser ist und wer es besser kann, dann wäre also nach einem Tag Ende mit mir. Weil dann tut keiner mehr seine vernünftige Arbeit, sondern die Leberzellen müssten Freude daran haben, Leber sein zu dürfen. Und da gibt es ja ganz wunderbare Aufgaben für Leber, ne, was die da alles so können. Und ja, es ist auch gar nicht zum Lachen, weil so findet diese Entwicklung auch statt. Also das, was da während der Embryonalzeit stattfindet, ist, dass Zellen, die alles könnten, so wie unsere Kinder, Zellen, die alles könnten, die heißen omnipotente Zellen, die Zelle mit dem allergrößten Potenzial, weil sie noch alles werden könnte, ist die Eizelle. Nach der Befruchtung ist schon nur noch die Hälfte da, weil da dieses Spermium dazu geführt hat, dass jetzt ein Teil der Möglichkeiten des Potenzials dieser Eizelle, das die noch vor der Befruchtung hatte, das ist nach der Befruchtung schon weg, weil das männliche Spermium sie festgelegt hat, wird männlich oder weiblich, wegen der Chromosomen. Ja, und das heißt, das größte Potenzial hatten wir mal, als wir eine unbefruchtete Eizelle waren und von da an geht es bergab. Und das Einzige, was wir dann machen können, und das ist aber schon bedeutsam genug, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens dieses Potenzial wieder erwecken können. So, und jetzt ist es so, dass diese Zellen in diesem embryonalen Zellverband in bestimmte Gegenden kommen, manche innen, manche außen, und darauf reagieren die mit bestimmten Abrufen von bestimmten Gensequenzen, machen sie bestimmte Eiweiße und dann sind die außen anders als die innen und da kommen auch irgendwann welche raus, die reagieren auch auf diese Welt mit Lösungen und die Lösungen holen sie sich aus ihrem genetischen Code. Und das, indem sie diese Lösungen verwirklichen, sind sie dann über kurz oder lang irgendwann eine Leberzelle. Die einen. Und die anderen ist eine Lungenzelle, die anderen eine Nervenzelle. Und da kann man nicht sagen, die sind dazu gezwungen worden, sondern die hatten eine Lebenswelt, wie ein Kind, was bei uns reinwächst, die hatten eine Lebenswelt, in der es eben ihnen am besten gepasst hat, wo es am kohärentesten gewesen ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Und dann waren sie Leber. Und es nützt nichts, Leber zu sein, wenn es nicht eine Lunge gibt. Und deshalb wäre ein Unternehmen erst dann ein gutes Unternehmen, wenn dort ganz viele Fachkräfte,
mit unterschiedlichen Qualifikationen wären, die aber wissen, dass sie alle Teil von etwas Größerem Ganzen sind. Und dieses, und das, was da, was so etwas dann ist, das nennt man eine individualisierte Gemeinschaft. Das, auf jeden kommt es an, auf die Lunge wie auf die Leber und auf jeden Mitarbeiter, auch den vorne an der Pforte. Auf jeden kommt es an, aber nur wenn die alle gemeinsam sich auf den Weg machen, kommt was raus. Das wäre das, wo wir hinwollen. Und das gelingt nicht so richtig, weil es ein Problem ist, was wir als Menschen haben. Wir sind einfach lauter Einzelwesen. Und wir werden nicht zu so einem Organismus, wo der eine Lunge ist und der andere Leber und alle, sondern jeder Einzelne von uns ist sozusagen eigenständig und kann selber denken, und deshalb sind wir lauter eigenständige einzelne Wesen. Und wenn wir jetzt eine Gemeinschaft bilden, dann ist das nicht so einfach. Das kann leicht ein Hühnerhaufen werden. Und das ist offenbar in der Geschichte der Menschheit dann auch passiert. Vielleicht noch nicht in der Phase, als wir noch als kleine Gruppen umhergelaufen sind und Jäger und Sammler waren. Da gab es ja so viel, worauf man achten musste, dass dafür alles irgendjemand verantwortlich sein konnte. Und da brauchte man noch keinen Anführer, der den anderen gesagt hat, wo es lang geht. Aber spätestens mit der Sesshaftwerdung waren bestimmte Tätigkeiten wichtiger als andere, also Ziegen züchten und Getreide anbauen. Und dann ist manchen in dieser Gemeinschaft sozusagen die Bedeutung des Anführers zugefallen. Da müssen die sich gar nicht mit Gewalt erobert haben. Schon allein die Tatsache, dass die was konnten, was viel wichtiger war als das, was die Kräuterfrau und der Spurenleser bisher konnten, hat denen diese Situation beschert, dass sie dann auf einmal gefragt wurden, dass sie verehrt wurden, dass sie ja, so Führungskräfte wurden. Und dann haben die natürlich das gemerkt, dass es gar nicht so schlecht ist in der Position, Hirnsparmodus, und es ist natürlich besser, wenn man was zu sagen hat, als wenn man nichts zu sagen hat. Und dann sind die da drin geblieben in diesen Führungspositionen und haben dafür gesorgt, dass ihnen auch keiner mehr wegnimmt. Und seit diesem Zeitpunkt haben wir ein kohärenzstiftendes Gesellschaftsmodell, wie wir unser Zusammenleben organisieren, ohne dass alle wie die Hühner durcheinander rennen und ein Haufen Energie verbraucht wird. Und das heißt hierarchische Ordnungsstruktur, am besten auch noch autoritär von oben nach unten. Und in diesen autoritären hierarchischen Ordnungsstrukturen ja, herrscht einfach Ordnung. Das ist, also die sind kohärent. Da können plötzlich Dinge gemacht werden, die gehen nicht mit so einem Hühnerhaufen. Kann man die Pyramiden bauen, das Bewässerungssystem am Nil, und wenn irgendwelche Feinde kommen, kann man sie geschlossen in der Formation wegjagen. Und das war total überlegen, das System, diese hierarchischen Ordnungsstrukturen. Die haben natürlich den Nachteil, dass sie den Einzelnen zum Objekt machen. Je weiter unten, desto schlimmer. Aber der Vorteil ist, dass das keiner so gerne hat und nach einer Lösung sucht, wenn er da unten ist. Immer der Straßenkehrer ist. Und deshalb strengen sich die Leute automatisch an, dass sie hochkommen. Und wie kommt man am besten hoch? Das kennt ihr ja alle aus euren Firmen, indem man irgendwas, also erstens sich anstrengt, Leistung zeigt und dann aber auch irgendwas, am besten was Neues erfindet oder was Neues in die Welt bringt, eine gute Idee hat, die die anderen brauchen können. Und wenn das dann so ist, dann kriegt man eine Beförderung und dann kommt man hoch. Und dann wird man nicht mehr von ganz so vielen zum Objekt gemacht. Und dieses Prinzip hat sich so bewährt, weil es ja Leistung erzeugt und Innovation, dass das sich auf der ganzen Welt durchgesetzt hat. Seit 10.000 Jahren haben wir das. Und es hat alles möglich gemacht, was wir bisher zustande gebracht haben als Menschen. Es hat einen Nebeneffekt gehabt, den wir erst jetzt merken. Und dieser Nebeneffekt heißt, dadurch, dass nun so viel Effizienz von diesen Systemen ausgegangen ist und sie so viel Veränderung in die Welt gebracht haben mit ihren ganzen immer wieder neuen Ideen, ist die Welt immer bunter und vielfältiger geworden.
am Ende globalisiert, digitalisiert, alles ist von allem abhängig. Und jetzt, ihr Lieben, erleben wir, was dann passiert, wenn es verwickelt genug ist. Jetzt wissen wir, jetzt merken wir, dass wir eine so komplexe Welt bekommen haben, in der diese hierarchischen, autoritären Ordnungsstrukturen nicht mehr funktionieren können. Wir werden das noch ein paar Mal versuchen. Irgendwo wird es immer wieder welche geben, die sich da an die Spitze stellen und sagen, so wird es gemacht. Und da gibt es auch genügend, die nur warten, dass einer kommt, der ihnen sagt, wie es gemacht wird. Aber es ist keine Lösung mehr, die auf Dauer tragfähig ist. Wir müssen aus diesen Nummern raus. Aus diesen Strukturen, in denen wir sozusagen uns gegenseitig von oben nach unten zu Objekten machen. Und da können wir 100-mal sagen, wir haben eine Demokratie. Auch in dieser Demokratie machen wir uns ständig zu Objekten. Weil schon die Parteien sind hierarchisch, die Gewerkschaften, die Verbände. In Unternehmen geht es hierarchisch zu, in vielen immer noch. In den Schulen sowieso, die Bildungssysteme, alles hierarchisch. Das Gesundheitssystem, das ist eines der hierarchischsten Systeme, die ich kenne. Und die hierarchischen Systeme tendieren dazu, sich selber stabilisieren zu wollen. Die lassen nicht zu, dass sich was ändert, weil das stellt dann das ganze System in Frage. Das macht jetzt ein bisschen klar, an welchen Stellen wir jetzt sind und wie man sich als Einzelner und auch als Gemeinschaft zunehmend verwickeln kann. Und jetzt können wir uns Gedanken darüber machen, wie man da rauskommt. Man hatte schon gesagt, wir müssten uns gegenseitig einladen. Deshalb komme ich hier zu so einer Veranstaltung, weil ich denke, dass das hier geht, dass wir uns hier gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren können, um zu gucken, ob es auch anders gehen könnte. Also ohne diese ständigen Versuche, den anderen zum Objekt zu machen und ihn zu belehren und ihm zu sagen, was er machen soll und, und. Und dann haben wir gesagt, das kann aber nur einer, der, es kann nur jemand anderen Menschen einladen, wenn du den anderen magst. Und du müsstest ja sogar den am meisten mögen, der dir am meisten mit seinem Verhalten auf die Ketten geht. Also die da so ganz furchtbar sind, die hättest du doch gerne, dass die sich ändern. Und die müsstest du einladen, nochmal eine neue Erfahrung zu machen. So, und jetzt heißt die Frage, wer kann denn das? Wer kann den Menschen einladen, obwohl sie eigentlich nicht so sind, dass man sie gerne einlädt? Das kann nur jemand, der in der Lage ist, in jedem Menschen etwas zu suchen und sei er noch so blöd, was er mögen kann. Das ist es. Wenn du dich darauf einlässt, dass du in dem anderen einfach guckst, ob es nicht, obwohl alles dagegen spricht, doch irgendwas gibt, was du magst, dann kannst du ihn einladen, dann lädst du diesen Anteil ein. Und da kommt immer der ganze Mensch hinterher. Und jetzt heißt die letzte Frage, und dann höre ich auf, wer kann denn sowas? Also jemanden, den er gar nicht mag, zu mögen. Oder sich zumindest zu fragen, ob es an dem nicht doch was gibt. Und die Antwort heißt, das kann nur jemand, der sich selber mag. Und darüber könnten wir jetzt nochmal neu sprechen, aber ich glaube, an der Stelle verstumme ich lieber, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Menschen auf der Straße so frage, magst du dich selber? Die sagen alle ja. Und dann muss man wissen, was die da meinen, wenn die ja sagen, dass sie sich mögen. Das ist das Konstrukt, was sie von sich gemacht haben. Die Vorstellung. Sie entsprechen ihrer Vorstellung. Sie hatten Probleme im Elternhaus, sind abgehauen und schlafen jetzt unter der Brücke. Und wenn ich sie frage, magst du dich? Ja, der mag sich, weil er hat für das, was er da für Probleme hatte, eine Lösung gefunden. Freut er sich auch noch drüber. Und der andere hat es anders gemacht. Das heißt, die mögen sich, weil sie irgendwie ja noch am Leben sind. So, und dann gibt es aber etwas, was man bereits in sich hat, bevor man sich ausdenkt, wer man ist und worauf es im Leben ankommt. Das nennen die Psychologen authentisches Selbst. Und mit dem Ding kommt man schon zur Welt. Das ist auch nicht die Großhirnrinde oder der frontale Kortex, das ist der ganze Mensch. Das ganze Baby hat schon etwas, das nennt man authentisches Selbst. Das ist eine Art Selbstgefühl für sich selbst. Und ich würde euch alle einladen, dass ihr mal darüber nachdenkt,
was euch alles im Leben widerfahren ist und ihr getan habt und wo ihr wusstet, dass das nicht gut ist. Also selbst der Junge auf dem Spielplatz, der die Schaufel nimmt und die dem anderen über die Birne haut, Lösungsstrategie vom Vater übernommen, weiß in seinem Inneren, dass das falsch ist. Etwas in ihm weiß das. Und deshalb kann er sich selber dafür ein bisschen nicht leiden. Und je mehr man sich verbiegt und je mehr man sich anpasst an die Erwartungen anderer und je weniger man sozusagen in seiner Subjekthaftigkeit als Gestalter dieses Lebens unterwegs ist, umso mehr mag man sich nicht mehr. Und das ist dann furchtbar, weil Menschen, die sich nicht mögen, können auch andere nicht leiden. Das sind eigentlich Bedürftige. Und davon brauchen wir nicht mehr, noch mehr. Und deshalb bin ich froh, dass ich heute Gelegenheit habe, euch drei Menschen vorzustellen, die auch noch Unternehmer sind und die schon seit einigen Jahren versuchen, ihr Unternehmen so zu führen, dass es, ja, dass es ungefähr dem entspricht, was ich versucht habe hier zu erklären, nämlich dass die Menschen dort erstens das Gefühl haben, das ist großartig, dass sie dazugehören. Und damit wird dieses Bedürfnis nach Verbundenheit gestillt. Und zweitens ist es großartig, dass ich in dieser Firma mit meinen Fähigkeiten gesehen werde. Und damit habe ich auch Lust, mich einzubringen und mit den anderen gemeinsam was zu schaffen. Und was wir gemerkt haben, als wir nach solchen Beispielen gesucht haben, ist, dass das kann immer anders gehen. Also Entwicklung. Ja, wenn man sich verwickelt hat in der Firma oder in sich selbst. Entwicklung, da kann man an dem Faden ziehen und dann wickelt sich das auf. Da gibt es aber woanders auch noch einen Faden, an dem kann man auch ziehen. Das ist wurscht, an welchem Faden man zieht. Hauptsache man zieht und es dröselt sich auf. Und deshalb bin ich jetzt froh, euch erstmal den einen guten Freund vorzustellen, Bodo Jansen, der Gründer von Upstalsboom. Viele von euch werden den Film gesehen haben. Das sollst du mir mal sagen, wie der Film heißt.